Lieben, willkommen bei der VHS Mönchengladbach zur 6. Kisomba Ladies Styling Session. Und zwar, heute gehen wir die Saida an. Saida, ganz wichtiger Grundschritt im Paartanz. Ja? Merkt euch, im Paartanz. Das heißt, hier könnt ihr schon mal vorab die Saida üben für euch. Ja? Merkt euch aber, es muss geführt werden von Mann. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt schon mal vorarbeiten, indem ich euch die Schritte hier zeige. Ja? Okay, wichtig ist, dass ihr jetzt seine Füße seht, deswegen gehe ich ein bisschen mehr zurück. Und zwar die Saida, stellt euch die wirklich mit einem Mann vor, der vor euch steht. Ja? Und zwar, wir fangen mit rechts an, rechte Bein zurück. Und zwar gehen wir 1 und 2. Einfach nur rechts und dann Gewichtsverlagerung auf links. Ja? Wichtig ist hier, meine Hüfte geht dabei raus. 1 und 2. Ja, das ist wie eigentlich laufen. Also wir werden gleich weiterlaufen. Beim Styling könnt ihr hier wirklich die Hüfte mitnehmen. Ja? Ich zeige euch nur mal den Schritt einmal in ganz. Und zwar, wir gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, was ihr hier gesehen habt, ich habe meine Linie verlassen. Und zwar gehe ich so leicht im Halbkreis. Ja, wenn ihr das schon ein bisschen gesehen habt, anstatt hier vorwärts zu gehen, gehe ich etwas diagonal mit nach hinten mit rechts. Ja, dann mit links einen Schritt. Mit rechts, ich gehe jetzt in einen kleinen Halbkreis, dann links und wieder zurück auf meine Linie. Das heißt, ich verlasse meine Linie. Ja, ganz wichtig. Wenn der Mann vor euch ist, müsst ihr euch vorstellen, dass ihr um den Mann, der aber trotzdem mitkommt, gehen wollt, aber dann wieder vor dem Mann steht. Ja, das ist so ein hier. Bam, bam, und dann ist er wieder vor euch. Es ist schwer, euch das natürlich jetzt so zu visualisieren, aber es ist tatsächlich der Schritt. Das heißt, wenn ihr mit einem Mann Kisomba tanzt, werdet ihr das besser verstehen. Ja? Okay, aber jetzt wird erstmal gearbeitet auf die Schritte. 5, 6, 7, 8. Wir gehen mit rechts. 1, links, rechts, links und wieder auf der Linie. Ja? Stellt euch einfach vor, meine Linie ist hier. Ich zeige das mal von vorne und ich verlasse sie kurz, gehe kurz spazieren, komme aber hier wieder zurück. Ja, das ist das Prinzip von Saida. Es gibt zwei verschiedene Saidas. Es gibt einmal Frauen-Saida und Männer-Saida. Das ist die Frauen-Saida. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Noch einmal. Ich zeige es mal mit dem anderen Bein, damit ihr nicht konfus werdet. Und zwar, ich fange jetzt mit meinem rechten Bein an. Wir gehen 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ihr merkt, ich bin wieder auf der Linie. Noch einmal. 5, 6, 7, 8. Und rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ja? Das heißt, der Mann wird quasi links von mir stehen. Ich bin 1, 2, 3, 4 und hier kommt er wieder vor. Ja? Er wird natürlich auch seine Schritte machen. Er wird euch auch in die Saida führen natürlich. Ja, das ist kein Schritt, den ihr alleine machen solltet. Beim Tanzen, beim Partnertanzen natürlich. Hier ja. Okay, letzte Mal. Ich zeige nochmal von hinten. 5, 6, 7, 8 und rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Sehr schön. Die Arme, da wir ja jetzt leider keinen Mann haben, bleiben einfach hier, damit ich meine Hüfte nicht verdecke. Die bleiben die ganze Zeit hier. Das heißt, ich bin bam, 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 bam. Ja? Auf Musik! Come on.
Ja? Bleibt gesund.